Ja, guten Morgen, Jensi-Fans. Ich habe mich heute mal aufgemacht, relativ früh. Ich wollte mit euch hier an dieses tolle Gewässer, einen Altarm der Oker hier in Niedersachsen. Wunderbar, relativ flach, gut verkrautet. Und ich war die Tage schon mal da und die Hechte haben gut gebissen. Und ich habe auch etwas dabei. Eine Produktneuheit. Die Corrugator Sensitive Spin. Ganz neue Rute von Jensi. Guckt sie euch an. Toller Korkgriff mit so ein bisschen Metallapplikationen hier am Ende. Super. Schraubhalter, Rollenhalter von oben verschraubbar. Hier haben wir eine kleine Hülse zum Einhängen von Kunstködern. Sehr gut. Und so von der Optik her sehr netter Blank. Schön mit Schwarz und Blau. So Metallic-Optik. Wir haben hier die Einstegringe, verschiedene. Ja, und ein besonderes Gimmick ist hier die farbige Endspitze. Köderkontrolle ist ganz gut, aber es ist natürlich auch ganz gut, um vielleicht mal nicht drauf zu treten, wenn die Rute irgendwo liegt. Okay, die Rute ist in der Spitzenaktion relativ weich, hat aber ein gutes Rückgrat. So dass wir hoffentlich den ein oder anderen Hecht fangen werden. Womit werde ich angeln? Klassische Montage, also ganz einfach. Hier ein Stahlvorfach an der 10er Hauptschnur geflochten. Und das ist das Besondere. Ich habe hier so einen Hooperbait-Gummifisch. Der sieht richtig geil aus. So ein kleiner Barsch. Barschoptik, Barschimitat. Aber, und das ist das Besondere, montiert an einem Offset-Haken mit Bebleiung. Also. Das ist in der Packung dieser Köder mit dabei, Hooverbait. Und der Haken hat hier unten so ein, naja, ich weiß jetzt nicht genau, 3 Gramm, glaube ich. So ein 3, 4 Gramm Bleigewicht unten drin, eingegossen in den Haken. Super klasse, das heißt schön weedless montiert. Und damit kann ich richtig durchs Kraut arbeiten und hoffe, dass wir gleich einen Hecht fangen. Also drückt mir die Daumen. Also hier hat sich gerade schon bisschen was im Wasser getan. Ich probiere mal, ob ich Glück habe. Ihr seht schon, die Technik ist, den Köder rauswerfen, ist klar, und dann mit leichten, ganz leichten Schlägen einholen. Und das geht mit der Rute perfekt, weil die hier in der Spitze wirklich super weich ist und hier kräftig wird. Ihr könnt es sehen, aus dem Handgelenk kleine Schläge bringen den Köder attraktiv zum Fisch. Super. Hier nochmal der Köder bei ein bisschen mehr Licht. Super geile Montage, also macht richtig Spaß. Zuallererst werde ich jetzt mal den flachen Uferbereich hier abfischen und danach werde ich, deshalb habe ich diese Hose an, hier in den Bereich mal reingehen. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil es sehr schlammig ist an einigen Stellen, aber ich hoffe, das bringt den Fisch. Der Köder läuft toll durchs Kraut
Wollen wir mal sehen, ob sich das gelohnt hat, das früher aufstehen. Es ist jetzt gerade mal kurz nach 6. Früher Vogel fängt den Wurm. Wir wollen zwar keinen Wurm fangen, aber vielleicht einen Fisch. So, ab ins Wasser. Dann doch noch geklappt. Schöner Hecht auf den Nagoya von Jensi. Komplett inhaliert. Super. Klasse Fisch. Ja, Leute, also dieser Wobbler, Kanada-Wobbler von Jensi, hat den Fisch gebracht. Komplett inhaliert. Läuft super flankend, ganz klasse. Und hier ist der Fisch. Fisch.